Ein Aquarium. Fische. Ich hasse Fische. Fische sind böse. Sie schauen dir in die Seele und... Was? SpongeBob, die wahre Geschichte. Oh, was für ein... Ich bin zu früh. Was für ein Albtraum. Ausnahmsweise habe ich den Text nicht gelesen, weil ich wollte gerade schauspielerisch improvisieren, indem ich ein echtes Gähnen vor... Oh, das Wolfenstein-Zeichen hier auf dem Zettel. Cross-Marketing. Und das Telefon klingelt. Es ist 3 Uhr morgens. Ich sollte vielleicht erst das Licht anschalten, sonst lege ich mich noch auf die Nase. Ist ja nicht so, dass es hier heller leuchtet. Ist vom Mond, vom Aquarium, aber hey. Da sind wir wieder. Hi Doc, it's Zachary Henderson. You're not scheduled to visit until tomorrow, but she's gotten worse since we last spoke. Can you come out here today? I know it's late, but I just can't stand to see Emma suffer. Wir sind Arzt. Wir sind ein Doktor. Wir sind Emmas Doktor. Die Hendersons machen sich Sorgen um das ungewöhnliche Verhalten ihrer Tochter Imar. Vermutlich ist sie crank, aber die Symptome sind mehr als seltsam und ihre Ursache nicht bekannt. Der nächste Termin ist am 5. Juni 55 im Motel der Familie. Wann? 05-06-55? Nein. 5-6-55? Nein, okay. Ich dachte, das wäre vielleicht auch die Kombination. Wir nehmen natürlich einen Glasreiniger mit. Was gibt es Schöneres, als den Tag zu starten, als mit einem Glasreiniger? Das ist ganz wichtig. Ja, nein. Das geht noch nicht auf. Nein. Die Kamera. Denn auch wir wollen immer Fotos machen. Emmas Termin war erst morgen. Doch wenn Herr Henderson sich so... Doch wenn Herr Henderson sich solche Sorgen macht, fahre ich sofort zum Hotel. Er ist nicht jemand, der sich leicht aufregt. Wenigstens hat mich sein Anruf aus meinem Albtraum geweckt. Ja. Nun, ich nahm den Schlüssel aus der Manteltasche. Die keine Manteltasche war, sondern eine normale. Den Schlüssel, er war für mein Auto. Ich parkte draußen, es war hier drinnen nicht richtig, ihn zu benutzen. Ich schaute noch einmal auf meine Dokumentarien, die an der Wand hingen. Und dreckig waren. Ich war ein sehr unordentlicher Mann. Ich hatte Schlumpfeis auf den Rahmen geschmiert. Zum Glück hatte ich meinen Glasreiniger immer dabei. Ich musste abwischen. Eine Problematik, die mich oft beschäftigt. Denn meistens habe ich kein Papier. Ich suchte nach einem Lappen. Der einzige Lappen in diesem Raum war ich selbst gewesen. Das machte das Ganze nicht leichter. Konnte ich meinen Ledersaum nehmen? Ich hatte noch einen Lappen in der Manteltasche. Denn in meinem Job putze ich auch gerne nebenbei, nackt. Ich war die falsche Kombination. 1951. Das Jahr, in dem ich meinen Abschluss... Natürlich. Wann machte man... Ich vergaß, wann ich meinen Abschluss machte. Es war im Jahre des Herrn. Ich kannte diesen Herrn nicht persönlich, aber es war sein Jahr. Mein Arztkoffer. Erster Hitlerkoffer. Da! So, okay, erste Hilfekoffer haben wir gesammelt. Können wir jetzt aus der Tür schreiten? Ich wollte das Licht ausmachen, um Strom zu sparen, es ging nicht. Ich werde mit dem Auto fahren müssen, aber wir haben ja auch einen Schlüssel dabei. Wow, was für eine geile Sequenz, mit der wir hier angefahren sind. Es ist die Vergangenheit, guck mal, wie schön das hier noch ist. Na klar, die Tochter lebt ja noch. Voll geil. Wir sind in der Vergangenheit. Ich klopfte, aber es war schon sehr spät. Das Büro war abgeschlossen. Ich sollte zurück nach Hause gehen. Ich stieg in den Wagen, fuhr nach Hause, Bonuskapitel vorbei. Sekunde.
Komm, wink nochmal. Sieht man das, wie sich hier der PNG-Strich vorbeischiebt? Geil. Da winkt er. Ein Schlauch. Ich nahm das Hotel außer Anja. Thanks for coming, Doc. We really appreciate it. This might sound funny, but the gate is stuck and I can't get it open for the life of me. Would you look around the office for the key? Maybe we can try it from your side. Warum haben die auch alle so eine Scheißschlösser? Der kommt jetzt selber nicht mal, der kommt selber nicht mal aus der Tür raus. Ach, jetzt kommen wir rein. Okay. Hier steht noch der Spind. Viel zu dunkel. Ich muss hier Licht anmachen. Ah, hier Licht. Und eine kleine Puppe. Wir werden gleich Licht anmachen. Zu hoch, um dran zu kommen. Eine Leiter. Alte Birne raus. Neue Birne rein. Licht. Ein Segen für die Menschheit. Licht. Schon mal vor, niemand hätte Licht erfunden. Wie würden wir heute nachts da sitzen? Nur beleuchtet von Rechnerbildschirmen, weil jemand die Glühlampe erfunden hat. So. Okay, wir haben eine Vogelscheuchenfigur. Geld klauen wir natürlich auch. Alter, die Hendersons werden immer beklaut. Damals schon vom Doktor, die werden nur beklaut. Was ist das denn? Eine Lochkarte, natürlich. Können wir nichts nehmen? Die Kasse scheint noch zu funktionieren, aber der Hebel fehlt. Natürlich, alles, oh, die Nati geht schlafen. Gute Nacht, Nati. Immer noch live LP, deswegen sage ich auch mal gute Nacht. So. Und, was? Zachary sagt, der Schlüssel ist eine Art Scheibe. Also, wir haben einen Schlüsselkasten gefunden, der vollkommen nutzlos ist. Wir brauchen sonst immer einen Schlüssel für ein Schloss. Jetzt finden wir einen Schlüsselkasten und der ist vollkommen nutzlos. Toll. Eine Art Scheibe. Das ist total glaubwürdig. Das ist so glaubwürdig. Okay. Drücke auf die Knöpfe, bis alle Rohren leuchten. Jede Rohre kann nur einmal aufleuchten. Schon falsch. Alle Röhren müssen aufleuchten, nicht alle Knöpfe, ne? Okay, man kann also mehrfach auf die Knöpfe drücken, das wusste ich nicht. Scheiße. Knifflig. Hä? Obwohl doch, das müsste gehen. Dann müssen wir halt zum Schluss dahin. Scheiße. Hä? Hä? Ich bin doof, ne? Soll ich vielleicht nicht in der Ecke anfangen, sondern in der Mitte? Das Problem ist, dass die letzte noch nicht zum Leuchten. Hä? Wer? hm?
Scheiße. Das ist, okay, das ist kompliziert. Das ist kompliziert. Hier weiß ich echt nicht, wie ich hier loslegen soll. Das hier würde... Ja, ja, das hier würde... Mach doch mal. Die Maus klickt nicht schnell genug. Das hatten wir gerade eben schon. Aber dann fehlt mir... Die beiden Röhrchen fehlen mir dann noch. Das ist ja merkwürdig. Also vielleicht so. So wird's gemacht. So, wir kriegen einen Büffelkopf. Was ist das denn? Ein Torsch... Ach, das Torschloss. Der Büffelkopf, natürlich. Torschloss. Ich mach mal ganz kurz... Wegen der Torschlosspanik mach ich mal ganz kurz hier. Great. Sorry to keep you out here for so long. Let's head inside while Emma is still awake. Hab überhaupt nicht zugehört. Okay. Gut, wir gehen mal rein. Dennis! Der Dennis ist ja noch da. Dennis schläft. Ich sollte ihn nicht wecken. Oh, wie schön das hier damals war. Um Brennholz zu transportieren, bräuchte ich einen Korb oder so. Oder Arme. Eine Schere. Wir klauen uns wieder alles zurecht. Dafür werde ich ein ganz bestimmtes Werkzeug brauchen. Will der Doktor auch ins Haus einbrechen? Ist das so? Emma, get back here. You weren't excused from the table, young lady. Was? Na. Das Schönste ist, dass die Mutti, glaube ich, immer noch dasselbe Kleid trägt und dasselbe Ding da oben in den Haaren hat. She locked herself in her room again. She won't listen to me or Zachary, but maybe she'll talk to you. Alter, da hinten sieht aus wie Walking Dead. Batmilf und Walking Dead. Also wieder eingeschlafen. Okay, König der Löwen. Nein, Zauberer von Oz. Man kann sehen, dass das Buch oft gelesen wurde. Wahrscheinlich ist es Emmas Lieblingsbuch. Ob hier noch mehr der Figuren herumfliegen? Nun, ich weiß nicht. Können wir die hier irgendwo... Also entweder nehmen wir das Ding jetzt mit. Hä? Ist wahrscheinlich auch zu klein dafür, ne? Ja, es... mal geht's nicht. Okay, wir gehen mal nach oben und reden mal mit der Tochter. Ich blende mich vorsichtshalber wieder aus, denn jetzt kommt wieder eine epische Sequenz. Sie wohnt ja hier. Sie hat sich eingeschlossen. Durch die Lüftungsklappe. Hocker. Lüftungsklappe. Hallo. Ich bin's, der Onkel Stalker Dad. Ich kann Emma sehen, aber solange das Gitter angeschraubt ist, kann ich schlecht mit dir sprechen. Ah ja, schnell die Münze. Oh ja, schnell. Ich glaube, sie zieht sich gerade um. Oh, warte kurz. Oh, und hier noch ein kleines Mädchen, nehme ich auch noch mit. Toll. Ich bin ein seriöser Doktor. Hallo, Kind. Hallo? Vielleicht würde sie die Tür aufmachen, wenn ich Interesse wecken könnte. Was würde ihr gefallen? Ich habe hier einen richtigen Hasen. So. Irgendwie, ja, das dauert noch, bis eine Sequenz kommt. Interesse wecken. Guck mal, eine Schere, damit schneide ich den Kopf ab. Medizin. Drogenkoffer. Das klappt alles gar nicht. Mhm. Toll. Können wir vielleicht hier? Nein. Wir müssen irgendwas finden. Tja, Interesse wecken. Ich... Tüte Gummibärchen ins Badezimmer. Im Bad habe ich nichts verloren. Das ist mal was ganz Neues. Natürlich. Ein Aquarium mit Elektroschaden. Gute Idee. Morgen gibt's Fischstäbchen.
Das ist ja zauberhaft. Diese ruinöse Familie hier einfach. Okay, damit kann man doch bestimmt ihr Interesse wecken, oder? Ich muss die fehlenden Teile... Was fehlt denn jetzt noch, bitte? Die Figuren haben wir fertig? Wahrscheinlich die Perücke vom Löwen. Den Hut vom Ihmchen. Und seine Axt. Aber wo finden wir das? Ich habe keine Ahnung. Oh. Was? Was? Aber Sekretär, wo ist denn das, wo ist ein Pferd? Wo ist denn das Pferd? Hier war doch das schöne Pferd. Okay. Alles mal anfassen, aber nichts funktioniert. Hier im Schlafzimmer. So, okay. Hier kriegen wir nichts hin. Hier im Schlafzimmer. Okay, jetzt reicht's aber. Kann ich das hier und dann mit der Schere? Das ging einfach. Voll hässlich ausgeschnitten. Wer kriegt den Streitkolben? Es wäre mir neu. Sie kriegt ihre roten Schuhe. Kommt sie bis nach Kansas? Hui! Ach, der Streitkolben war just for fun. Okay, ich blende mich jetzt schon mal aus. Vorsichtshalber, weil jetzt kommt bestimmt die Mega-Sequenz. Hallo. 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 Hallo, wir sind deine vier Freunde. Komm zu uns in den Lieferwagen. Wir haben vor dem Haus geparkt. Hihihi. Andere Seite. So, ich habe mal mitgeklatscht, weil es gerade so aufregend war. Okay, jetzt geht die Tür auf und wir können rein. Gut, das mit dem Lieferwagen hat nicht geklappt. Vielleicht können wir hier nochmal mit der sprechen. Ach, jetzt geht es. Hat sie sich gerade ein schimmeliges Brot aus dem Ausschnitt gezogen? Hä, die Polizeimarke? Moment mal, das ist eine Polizeimarke. Der Sheriff hat mir von Ermittlungen in dieser Gegend erzählt. Wie kommt Emma an die Marke? Und warum blendet immer alles so schnell aus, dass man es nicht lesen kann? Ich weiß noch immer nicht genau, was ihr fehlt. Aber ich werde ihr erstmal was zur Beruhigung geben. Hier, nimm den ganzen Koffer. Es geht nicht. Kann ich den Koffer vielleicht erstmal auf dem Sofa abstellen? Auf dem Tisch. Zur Beruhigung. Was? Na, das ist ja toll. Mist, ich hatte die Medizin schon fertig, aber die Schlaglöcher auf der Landstraße haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wer transportiert denn auch so Gläser und sowas in seinem Koffer, ohne Polster oder sonst irgendwas? Wasser. Wasser in die Tasse, lila. Dann rot. Dann grün. Anschließend nehmen wir einen bunten Mix aus Pillen, aus random irgendwelchen Tabletten. So, zerstoßene Tabletten, irgendwelche. Da kommen irgendwelche rein. Hauptsache, die ist still, also ruhig gestellt. Die Farbe stimmt nicht? Ach, Wasser kommt im zweiten Schritt. Natürlich darf man Wasser nicht vorher einführen. Es ist so unfassbar. Okay. Wenn man Wasser nicht im ersten Schritt einführt, stimmt die Farbe nämlich sonst nicht. Wenn man im zweiten Schritt dann führt, stimmt die Farbe nicht. Das ist sonst eine ganz andere Mixtur. Also ist ganz anders. Ist ganz anders. So, Wasser. Random Tablette. Und rein die Suppe. Das falsche Rezept, ich muss ein anderes nehmen. Was? Ach, weil da eine 2 dran ist. Oh. Gott, leck mich doch am Arsch. Habe ich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet. Da achten nur Leute drauf, die gerade die Lösung parallel lesen und klug scheißen wollen. So. Okay, das ist Nummer 1. Nummer 2 ist blau. Dann rot. Scheiß Beifahrereffekt.
Ich weiß genau. So.